Und damit willkommen zurück zu StarCraft 2 in der Wings of Liberty Kampagne. Ich würde gerade schon sagen zusammen mit, aber ist ja keiner hier außer ich. Hi. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tarkas, oder? Nein. War nur Spaß. Was ist noch? Jagd, okay. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tarkas. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Zweiter jährliche Hydralisken-Cup. Erster Platz, Baby. Nice. Na dann, reden wir mit Tarkas. Also, Tarkas, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Ist er das? So. Dann gucken wir uns mal den Shell an. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zerg sind, Tarkas. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Ja, die Zeuge sind nicht gerade ungefährlich. Oh Mann. Hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Bleibt da der Spaß? Gute Frage. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donny. Rayner weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tarkas. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Rayners terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte. Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner tötet Frauen und Kinder auf Masara. Mit Sicherheit sind wir wieder schuld. Jetzt, da das Artefakt sichergestellt ist, müssen Sie an der Backwater Station auf den Abtransport warten, bevor Sie Masara verlassen können. Transporter sind bereits auf dem Weg. Stunde 0. Vorsicht ist angeraten. Sicherheitskräfte der Liga könnten das Artefakt bis zur Station verfolgen. Zur Station? Was? Station? Halten Sie bis zur Rettung aus, 55.000. Oh, wir kriegen Bunker. Nice. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstelle angezeigt. Ich hätte es wissen müssen.
zum Teufel, Tarkas? Ich schwör's, Mann. Ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren derzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lange wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Das wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tarkas. Na dann. Dürfen wir uns verteidigen gegen die Zerg. Lernen wir die auch mal kennen. Erstmal herstellen. Dann ab in den Bunker. Ab in den Bunker. Wie viel kostet ein neuer Bunker? 100. Komm mal mit. Bräuchte da noch. Ja, machen wir den Bunker so hin. Den anderen Bunker. Ah, dahin. Dann bleibst du da. Du gehst dahin. Die machen wir wieder das da. Ich glaube, das Erstellen von zwei Einheiten gleichzeitig. Mehr Marines gleichzeitig bauen. Wäre schon nett. Ich glaube, ich kann. Ich brauche die hier oben eh nicht. 100% der Mineralien und Gaskosten sogar gestattet. Okay. Cool. Ich glaube, ich brauche die hier oben eh nicht. Worauf soll ich ballern? Aber ich versuche hier unten zu verteidigen. Da kommt jetzt gleich ein Angriff. Ja, da oben. Da kommen sie. Durchladen und entsichern. Ja, Marines. Abmarsch bereit. Ah. Rein da. Du reparierst bitte den Bunker. Sehr schön. Genau darum geht es. Schickt ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Ist schon dabei. Wieso sind hier eigentlich zwei? Du kommst. An alle, die das hier hören können. Wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns. Laden die mal kurz aus. Und ein weiterer Angriff kommt. Und helfen denen mal. Ich meine, es sind noch fünf weitere Einheiten. Für das bisschen, was wir hier machen müssen, gegen die. Mann, kriegen wir vier raus. Ja. Ja, okay, da kommen noch ein paar. Geht das mit denen? Okay, kriegen wir drei, hätten wir raus, ist in Ordnung. Verstanden. Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Immer mit der Tja, Ruhe. Wirst nicht denken, ne? Wow, ach, gib ab. So. Wir brauchen ein paar mehr Häuser. Du mal bitte Reaktor bauen und du Tech-Labor. Ein paar Medics zu haben ist sehr nett. Ah, nicht wild. Geh du dahin. Schaben auch noch, alles klar. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit, verdammt nochmal jetzt. Schöne Ankunftszeit, danke. Abmarsch bereit. Oh, drei Einheiten haben wir rausbekommen. Durchgeladen und entsichert. Cool. BBF einsatzbereit. Ich könnte ja auch machen, dass die. Ja, mehr Schaden, mehr Panzerung. Fertiggestellt. Ist nett, ist gut. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Ah. Türme sollten reichen. WBFs können sich untereinander reparieren. Sehr schön. Ich baue mal hier einen hin. Und hier baue ich auch noch einen hin. Einfach bessere Verteidigung. Ich brauche so viele noch. Du rein da, du ran da. Das heißt, ich brauche noch 12. Das sind 5. Auch mehr.
Ich kann hier schon mal Marines herstellen. Und es sind wirklich einige, die mehr. Ja. 1, 2, 3. Halt, 1, 2, 3, 4, 5. Drei Einheiten mehr kann man herstellen. War dafür doppelt so schnell. BBF bereit. So. Schlechte Neuigkeiten? Jetzt 20 sind wir dann. Also noch viermal. Und bitte das Upgrade noch. Dankeschön. BBF einsatzbereit. Oh Gott, die prallen hier einfach ab. Die können jetzt hier nichts machen. Absolut nichts. Mayday, Mayday! Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns! Da oben. Das ist nicht wild. Das ist wirklich nicht wild. Sogar Medic haben sie da oben. Los, los, los! Du baust mal die. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Guck mal, die paar sollen es jetzt locker schaffen hier. Sehr schön. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. Und vorderhaft. Komm, ausgerichtet jetzt einen Angriff. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ja, der Bunk ist zerstört. Und vorderhaft. Du und du. Och. Die Bunker mal ein bisschen weiter weg. So hinstelle und so hin. Sollte das viel besser zu verteidigen sein. Du brauchst mehr. Benötige weitere, gib nicht genügend Mineralien. Ja, mehr Depots ist in Ordnung. Gleich. Erstmal müssen die herstellen. Ist doch gut, ich weiß, dass ich weitere Depots brauche. Oh Gott, die okay, bis zur Evakuierung dauert es ein bisschen. Ist und wird länger. Was in Ordnung. Passiert. Ich bin schon unterwegs. Man könnte wieder darauf gehen. Basis wird angegriffen. Rein. Und rein. Ich kümmere mich drum. Und das ist jetzt unsere Truppe, die dann retten immer. Oh Gott. Okay, der Angriff da oben war stärker als erwartet. Um einige stärker. Um ein Vielfaches stärker. Gut. Vielleicht auch noch mal Bunker. Aber besser platziert. Eins. Zwei. BBF einsatzbereit. Vielleicht hier auch noch einen Bunker hin. Was wichtig? Ihr zwei. Kann's kaum noch erwarten. Dir hin. Danke. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ihr. Aber sicher. Baut die, genau. Upgrade durchgeführt. Rein in den Bunker. Jetzt geht's rund. BBF Einsatz. Mehr Angriffskraft. Basis wird angegriffen. Ja, da unten. Wow. Schaffst du. Danke. Dann baue ich. Da noch ein bisschen hin. Dranbleiben, Jungs. Unser Taxi ist auf dem Weg. Unser Taxi? Oh, okay. Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Würde ich jetzt verlieren? Könnte ich ab diesem Zeitpunkt nochmal neu laden. Das ist angenehm. Ein paar mehr Space Marines bitte, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sollten reichen. Was ist jetzt hier? Schießen die jetzt so schnell nieder? Das ist jetzt super. Die Verteidigung sollte jetzt das aushalten.
Haben wir gerade gesehen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Feindliche Einheiten überall um uns herum. Hört uns jemand? Kaum noch. Ja, wir kommen mal zu dir. Zu euch. Vielleicht sollten die Medics nicht vorangehen. Durchgeladen und entsichert. Vielleicht nicht ganz so schlau. Kommt noch was? Ja, jetzt werden sie auf dem Weg ein bisschen... Oh, von den Stachelkrabbler, die tun so weh. Bereit machen, Jungs. Die werden garantiert welche töten. Oh, sag ich ja. Basis. Ja. Bereit machen, Jungs. Selbstverständlich. Oh, hi. Die Kavallerie ist da. Durchgeladen und entsichert. Könnt ihr das hier ein bisschen putti-putti machen? Ich will nicht, dass die so weit ausgebreitet sind. Da kommen dann immer neue einer hin, oder was? Ah. Nee, das sind Kriechertumor. Wenn sie weiter ausbreiten, das geht ja mal gar nicht. Sisse. Nee, das ist meine Basis hier. Lass sie nicht zu, dass ihr weiter reinkriecht. Schlechte Neuigkeiten? Paar mehr Bunker. Quatsch, Bunker. Ach Gott. Jawohl! Hi. Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt mal hoch. Hier komm ich! Kommt doch was? Der Doktor ist da. Hör doch auf. Dankeschön. Bin hier! Du, darauf, darauf. Die alle sind dann wieder daran. Einsatzbereit. Immer schön Luftverteidigung haben. Hallo, was macht die denn hier drin? Geht aber ja nicht. Kein Kriechertumor. Hier meine Basis. Hallo? Aber alle Bonusziele haben wir. Also von daher ist das jetzt einfach nur noch. Ja, verteidigen. Ne? Ein bisschen länger durchhalten. Wir sind bald hier raus. Commander, Matt Horner hier. Durchhalten. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Nur keine Eile, Matt. Lass dir ruhig Zeit. Wir haben es geschafft. Nachdem am Ende echt viel, viel, viel kam. Kavallerie ist hier. Ist da unten noch jemand am Leben? Gut, dich zu sehen, Matt. Willkommen auf unserer kleinen Party. Ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben, Sir. Na, dann holen wir euch Jungs mal hier raus. Puh. Steht in die Stunde 0 auf normaler Boden, ein Gebäude zu finden oder wiederzuverwerten? Auf den 4 Brutstätten. Siehste. Wusste ich nicht vorher, ich mach's jetzt nicht nochmal. Uhr Ortszeit, Kolonie Masara. Verdammt, Jimmy. Du steckst voller Überraschungen. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus.
Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kam es zu einem ausgewählten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwelten erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Neue exklusive Bilder belegten, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Brücke der Hyperion. Hyperion, Hyperion. 14 Minuten später auf jeden Fall. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir. Wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Aber was es hier auf der Brücke der Hyperion so alles gibt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, sehen und hören. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.